Hier sehen wir einen Ausschnitt vom Hallauer Rebberg, im Hintergrund Bergkirche, wo ein Wahrzeichen ist ein bisschen von uns, wo auch auf unseren Etiketten drauf ist, wie wir unter der Bergkirche Reben haben und auch wohnen. Angefangen haben wir mal 1991 mit 4.500 Liter, also je 1.500 Liter Blauburgunder, Rosé und Riesling Silvaner. Da haben wir verschiedene Sorten, haben wir Regent, Cabernet d'Orsa, Muscat, Würzsaminer und Sauvignon Blanc. Wir haben verschiedene Cuvées, wir haben Barrix. Wir machen vor allem auf den roten Wein viel, bis zum Dessertwein, bis zum Strohwein. Heute sind wir mittlerweile auf über 20.000 Liter, füllen pro Jahr für uns um die 30.000 Flaschen ab. Wir machen noch Lohnkälterungen, aber auch für andere Leute, wo dann auch noch mal etwa 10.000, 12.000 Flaschen sind. Und das macht sehr viel Spass. Und was am meisten Spass macht, ist natürlich das Arbeiten mit der Natur und dann den Wein selber machen. Meine Philosophie ist, den Wein so zu lassen, wie ihn die Natur bringt. Weil dann ist Freude und Liebe voll dahinter.